So, einen wunderschönen guten Tag vom Airport in Izmir. Wir sind gerade gelandet. Ich habe euch diesmal den kompletten Flug und das ganze Flughafen-Chaos-Zeug erspart. Diesmal geht es direkt los in der Türkei, in Izmir. Warum sind wir hier? Wir sind von Rivoshi eingeladen. Aber ich würde sagen, als erstes fahren wir mal ins Hotel. Aber vorher, nach dem langen Flug, erstmal eine Runde vapen. Viel besser. Flug, wie gesagt, check. Jetzt sind wir im Hotel angekommen. Ich zeige es euch mal. Das ist Badezimmer. Sehr, sehr nice. Ne? Wer bin ich? Hallo, guten Tag. Dusche wurde gerade schon getestet. Sehr, sehr nice mit dieser Deckenfunktion. Das ist, hier geht es weiter im Zimmer. Auch sehr, sehr nice. Schön großes Bett. Ne? Die Regie ist ja dabei. Können wir nochmal kuscheln. Spiegel, Schreibtisch selbstverständlich. Ne? Schöner Chill-Chair. Aussicht, habe ich noch gar nicht gecheckt. Können wir das mal zusammen machen, Leute? Man sieht nicht viel. Es ist ein Garten. Wir sehen eine Laterne. Da, wir sehen eine Laterne. Man guckt in den Garten. Ganz, ganz gemütlich eigentlich. Aber geht klar. Sehr, sehr nice Hotel. Wurde sogar gesagt, es soll eines der besten Hotels hier in Izmir sein. Wir haben uns gerade umgezogen, wir haben geduscht und jetzt geht's lecker, lecker essen. Ich freue mich richtig krass auf einen geilen Adana. Boah, Leute, wie killer sieht denn dieser Flur bitte aus? Das sieht einfach direkt aus wie ein Inception, ey. So, als ob sich jetzt alles drehen würde und wir in Inception wären. Fühlt ihr den Inception-Effekt? Effekt? Okay, Leute, wir sind jetzt hier gerade beim Essen. Ja, die haben mir ruckzuck noch einen Tisch aufgebaut. Die Regie und ich. Hallo Regie. Wir haben sogar einen Privattisch. Und da hinten sitzen die ganzen anderen Leute. Jetzt gibt es erstmal schön Vorspeise. Und ich bin sehr gespannt, ob es gleich noch lecker, lecker Adana gibt. Leute, ich glaube, Künefee kickt gerade zu hart. Ich glaube, die Wand bewegt sich. So, René, mach mal Moderation. Ja, wir sind hier gerade in Klein-Marokko und haben die eine oder andere Pfeife geraucht. Ja, die Bars sind leider geschlossen, aber die Marokkaner regeln das. Richtig. Was meint er jetzt damit? Weil hier darf man ja keine Shisha im Zimmer rauchen, oder? Ja, wir befinden uns genau gesagt auf der Ella-Straße hier. Ah, okay. In Düsseldorf, die berühmte arabische Straße. Hier ist erlaubt. Genau, hier ist erlaubt. In den anderen Zimmern nicht. Also, ja, das zudem auf jeden Fall. Was sagst du dazu? Also, wir haben gerade auf jeden Fall nicht Pfeife hier geraucht. Genau, und wir haben auch nicht Rivoshi geraucht. Nicht Rivoshi geraucht. Wir haben jetzt auch nicht gerade aufgehört zu rauchen, aber ich gehe jetzt ins Bett. Und ich stelle nicht meine Pfeife ins. In den Balkon. Wie? Du hast eine Pfeife? Wie, hier ist ein Rauch, Alter. So, moin moin aus Izmir. Das war eine sehr, sehr kurze Nacht. So viel auf jeden Fall zu Urlaub. ja, wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht. Wir haben uns Rivoshi-mäßig angezogen. Das stand auf jeden Fall auf dem Tagesplan. Jetzt gehen wir frühstücken und dann fahren wir schon zur Fabrik. Sind wir mal gespannt. So, wir waren jetzt gerade noch beim Frühstück. Gibt hier immer diese Station, wo man dann hingeht und man muss bestellen. Normal, letztes Jahr gab es hier so Buffet, dieses Jahr halt leider nicht. Da gab es überall die Station. So, jetzt waren wir gerade auf den Weitertransport. Wir fahren jetzt als erstes in die Facility. Also wir gucken uns als erstes das Werk an. Angeblich können wir nicht rein, wegen Corona. Schauen wir mal. Aber wir können es uns auf jeden Fall mal von außen angucken. Schönen Drohnenshot holen. Und dann geht's weiter ins Camp und da passieren nur noch ganz, ganz wilde Sachen. Okay, Leute, wir sind jetzt vor der Rivoshi-Halle. Wir dürfen leider nicht reingehen, wenn irgendjemand was von drinnen filmen würde oder so. Wenn jemand reingehen würde und dann kommt raus, der hat Corona, machen die ganze Firma dicht in der Türkei. Deswegen dürfen wir leider nicht rein. Also hier hinter mir ist die Halle, hier hinten ist noch eine andere Halle, hier sind die Verpackungen und so. Aber hier wird Rivoshi produziert. Ich habe immer noch keinen Rivoshi geraucht, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der wird. Okay Leute, wir sind angekommen. Hoffen wir, dass es keine Copyright-Musik ist, sonst Strike incoming. Aber sieht sehr nice aus. Schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Riesen Anwesen, hier ist schon Essen am Start. Getränke sind am Start und ist so eine Desinfektionsstation, das ist eigentlich sehr witzig.
So Leute, die Pfeifen laufen. Eben gab es noch eine kleine Ansage, was heute so passiert. Ich habe mir Corona-mäßig meine eigene Viro mitgenommen. Oblako L am Start, Kalaut-Album drauf. Gerade mit einer Kohle drinne und zwei auf Kipp. Sehr, sehr wildes Setup. Die Jungs haben hier Doppelapfel-Traube. Was hast du, Sascha? Schwarze Traube. Schwarze Traube. Und? Schon angeraucht? Nee, noch nicht. Okay, dann kommen wir gleich nochmal zum Fazit, ja? So, ich bin hier gerade an der Kopfbaustation. Ja, wir sehen hier so Tonköpfe. Das sind tatsächlich mal wieder männliche Tonköpfe. Also sie werden in die Pfeife gesteckt, nicht auf die Pfeife. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe aber hier meine Viro dabei. Wegen Corona dachte ich mir, komm, nimmst du mal eine eigene Pfeife mit. Mein Oblako L ist am Start. Der Niris, sage ich schon. Er sieht schon aus wie ein Niris. Ist aber eigentlich der normale. Sieht schon ganz wild unten aus. Den darf ich erst mal 8 Wochen einweichen, wenn ich daheim bin. Und ich werde jetzt tatsächlich den Orange Mint probieren, obwohl ich eigentlich nicht so ein Orangen-Fan bin, aber alle sagen, der soll so krass sein. Deswegen testen wir den jetzt einfach mal. Ne? Noch ein bisschen Eis in die Bowl gemacht. Ne? Schauen wir mal, wie das wird. So, der Orange läuft jetzt. Ne? Viro Kalaut 1 Plus oben drauf und drunter der Oblako L. Läuft. Na? Wir gucken jetzt mal, wann wir gefüttert werden. Ich habe gerade gefragt, da meinte er bald. Okay. Na? Ihr macht irgendwie nichts Spannendes, wenn man eine Kamera auf euch hält, oder? Also nee, wir machen gerade. Wir fragen gerade, was ist. René, mach du mal was Spannendes. Was soll ich denn machen? Weiß Regentanz? Nicht. Ja, mach mal einen Regentanz. Nein. Da muss ich erst eine Choreografie überlegen. Mach den hier. Ich dachte, du kannst den offiziellen Regentanz. Ja, ich guck nicht mehr. Mach den hier einfach. Ja, bitte. Wie soll der machen? Ja, hat den hast du ja schon gezeigt. Ja. So, kleines kurzes Fazit hier zum Orange Mint. Also tatsächlich für eine Orange ziemlich geil. Also ich habe den Orange Mint drinne und ich muss sagen, und ihr wisst bestimmt, der einzige Orange, den ich bis jetzt überhaupt rauchen konnte, war eigentlich der Strong Orange von Somo. Aber ich kann mir echt vorstellen, den häufiger zu rauchen. Also selbst wenn ich mir bis jetzt einen Tabak aussuchen müsste von Rivoshi, der mich am meisten beeindruckt hat, und ich habe eigentlich nur Traube geraucht bis jetzt, wäre es der Orange Mint. Der Traube ist okay, ist gut, aber der Orange Mint ist für einen Orangetabak wirklich nice. So, wieder im Hotelzimmer angekommen. Es war ein sehr langer, sehr anstrengender Tag. Aber jetzt ist er. Ihr wisst schon. So Leute, wir gehen jetzt zum Checkout im ersten Hotel. Dann geht's zum Mittagessen, danach zum Corona-Test und dann ins Radisson Blu. So Leute, wir haben gerade Corona-Test am Flughafen gemacht. Ergebnisse kriegen wir noch, wir sind sehr gespannt. Jetzt geht's weiter nach Tschechme. Oder sag mal Tschechme richtig? Tschechme. Tschechme. Nach Tschechme. Moin Männer. Und Damen. Wir sind jetzt angekommen im zweiten Hotel. Wir sind jetzt in Tschechme. Wir sehen auch da hinten schon den Pool. Ich zeige euch das mal. Wir können da hinten. Okay, es ist gnadenlos überlichtet. Wartet. Ah, da hinten sehen wir schon den Pool. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch einfach hin und entweder Pool oder Strand, aber auf jeden Fall Pfeife und let's go.
Schleifchen laufen. Bei mir gibt es auf dem neuen Oblaco L, den habe ich mir mitbringen lassen aus dem Shisha-Laden, hier wieder auf meiner Viro. Ein schönes Köpfchen, Doppelapfel Strong. Und der Marco hat sich eine neue Pfeife gegönnt, und zwar eine Mr. Ed's, ne? Ist richtig nice, geht hier so Blow-off. Ist ganz simpel an sich. Auch ein schöner neuer Oblaco, Mono. Sehr nice, aber du hast keine Smokebox dabei, ne? Ich habe keine Smokebox dabei. Das heißt erstmal Alufolie. Erstmal. So, und beim Sascha gibt's ebenfalls auf der eigenen Biro. Was rauchst du? Traubenminze natürlich. Sehr nice. Ja. Wir lassen es uns jetzt noch ein bisschen gut gehen, würde ich sagen. Ich update euch, wenn es noch mehr Köpfchen gibt. Oh, das sieht nice aus mit deinem Rauch im Hintergrund. So, die Jungs sind hier richtig am Ausrasten. Wir gehen jetzt schön Abendessen. Hier schön am Meer. Ja, wird nice. Oh, ich habe auch richtig Kohldampf mittlerweile, ne? Dinner ist vorbei, wir fahren zurück, wir haben alle Bock auf eine Pfeife. Ja, die Heimfahrt ist gerade eben noch ein kleines bisschen eskaliert. Jetzt schnell Oblakus schnappen und ab ins Camp und Pfeife. So, Samstag und damit der letzte Tag. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach dem Frühstück. Und hier können wir auch direkt jemanden überraschen, und zwar den Timo. Grüße gehen raus. Mon ami, ja, Shisha Shop. So. Kannst du uns verraten, wo das Frühstück ist? Direkt da geradeaus. Warst du schon? Ja. Und ist gut? Es ist beschissen. Echt? Ja. Wirklich alles, beschissen? Also alles ist verpackt in so kleine Dosen. Und ist kacke. Okay, wir gucken mal. Also, wir schauen mal nach dem Frühstück, mal sehen, wie es wird. Also, Aussehen von der Auswahl war jetzt wirklich nicht so überkrass, aber hey, immerhin Pancakes und ein Omelette, das passt schon. So, Samstagmittag, wir haben gerade gefrühstückt. Wir werden uns jetzt an den Pool begeben. Wir haben heute komplett Freizeit bis abends. Das heißt, wir können machen, was wir wollen, wann wir wollen. Gehen wir Treppe? Das heißt, wir haben richtig viel Freizeit und die haben halt draußen dieses Camp aufgebaut, wo wir gestern schon waren. Was bedeutet, dass wir einfach jederzeit eine schöne Pfeife rauchen gehen können, wann wir wollen. Und dann zwischendrin Pool, zwischendrin Stand, vielleicht nochmal in die Stadt, vielleicht was essen, viel trinken, mal gucken. Aber dann können wir alles zwischendrin einfach machen, wie wir Bock drauf haben, was sehr nice ist. So, erstmal Pooltime angesagt. Ich gerade noch kurz hier Shisha-Ersatz. Shisha gibt es ab 12, es ist jetzt 11:30 oder so. Das heißt, noch kurz vapen und dann ist Shisha-Time endlich. Wir haben mal wieder eigene Köpfe dabei, da schwimmt schon die Regie durch die Gegend. Ich würde sagen, ich packe mal meinen Scheiß weg und hüpfe da auch mal rein. So, 12 Uhr, Shisha-Camp eröffnet. Bei mir gibt es den Black Grape wieder im Oblaco L hier am Start. Und bei der Regie gibt es den Orange, ne? Ach, Erdbeer, genau, Erdbeer habe ich da gebaut. Und jetzt werden wir auch noch fotografiert hier. Verrückte Sache, voll die Fotoception. Ja, diese Pfeifen sind übrigens echt cool, das sind diese Mr. Ed's, die sich auch der Marco noch im Laden gegönnt hat. Nur hier eben mit dem Reboshi-Branding. Aber ich finde, die sehen sehr, sehr nice aus. Vor allem diesen Boden von den Pfeifen feiere ich ja mal brutal. Mit passendem Schlauch. Ja, genau, und mit passendem Schlauch und das Entlüften. Gut, kommt noch nicht so viel, bin noch beim Anrauchen, aber es sieht schon sehr, sehr nice aus, finde ich. Ja, deswegen gönnen wir uns jetzt hier ein paar Köpfchen. Heute haben wir, wie gesagt, den ganzen Tag ziemlich viel Freizeit. Erst heute Abend das Abendessen. Bis dahin können wir am Strand chillen, hier Pfeife rauchen. Alles, was wir eben so wollen, ne? Haben wir den ganzen Tag zur freien Verfügung. Na? Was geht?
ja, einfach ein bisschen am Pool gewesen. Was trinken Sie denn da? Ich trinke hier Zitrone-Minze. Zitrone-Minze? Zitrone-Minze. Statt zu rauchen? Abgang. Ja, das kommt gleich. Ja, wir waren jetzt gerade schön ein bisschen den Meerblick genießen. Ich denke, es geht uns allen echt gut hier. Ja, ist nicht übel. Aber weißt du, was dir fehlt? Was denn? Na, eine Shisha! Die hole ich mir jetzt. Ja, das stimmt. So, jetzt nochmal einen kurzen Abstecher zum Meer gemacht. Und René und ich haben gerade den Plan, dass wir uns diese Jetskis leihen und mal eine Runde hier mit dem Jetski rumballern. Das einzige Problem ist, wir können es nicht filmen. Wir haben keine GoPro oder so dabei. Das heißt, das wird jetzt einfach für uns sein. Da können wir euch nicht mitnehmen. Nee, Moment. Du hast jetzt Video gemacht? Ja. Erzähl mal kurz. War gut. Sind schnell die Dinger. Mit den Wellen ist krass. Du kriegst die ganze Zeit so viel Salzwasser in die Fresse. Das ist hart. Aber ist geil. Ist einfach geil. Oder? Echt? So viel mehr Wasser geschluckt. Ja, aber, kurzes Feedback von dir? Sehr, sehr geil gewesen. Doch. Die Krank. Zeit ist echt verflogen. Ich glaube, ich habe 1 Liter Wasser durch meine Nasenhöhlen gefühlt. Ja, mehr Wasser, Nasenspray ist auf jeden Fall. Aber René ist auf jeden Fall, fährt kein Rennen gegen René, der bescheißt. Er sagt, renn bis zur Boje, treten 1 Kilometer vorher um. Danach haben wir wiederholt, aber dann geht der Alarm an. So, Jetski fahren war sehr nice. Ich hoffe, ich zitter jetzt nicht zu sehr. Alter, man musste sich so krass an dem Ding festhalten. Holy shit. Wir fahren jetzt noch auf den Bazar, ist mir aber ein bisschen zu tricky mit der Kamera. Ich lasse sie jetzt einfach hier. Also sehen wir uns, wenn ich vom Bazar wieder da bin. So, wir waren gerade noch am Pool, aber jetzt ist es wieder Zeit für eine schöne Shisha. Bazar war nice, aber wie das halt so ist, ne? Also gab 1000 verschiedene Fake-Produkte und so. Habe ich jetzt auf alles nicht so Bock drauf, habe mir jetzt auch nichts geholt. Hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ich vielleicht irgendwo noch was Geiles zu essen finde oder so. War aber jetzt leider auch nicht. Wir gehen jetzt lieber ein schönes Pfeifchen rauchen. Und wie gesagt, gerade waren wir noch da hinten drinne. So, wir sind im Restaurant angekommen, jetzt gibt es noch Essen, eigentlich Seafood-Restaurant. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, es gibt auch irgendwas, was nicht Seafood ist, aber schauen wir mal. Aber Leute, schöner Yachthafen hier, sehr, sehr nice. Auch Saschas Kopf, auch sehr, sehr nice. Hier ist der Yachthafen, sieht sehr, sehr geil aus, hier mit der schönen Glas von vorne. Alle mit dabei, Clemens auch schon am Story machen. So muss das, ne? So Leute, wir chillen gerade noch beim Sascha, der letzte Abend, das heißt Abschied nehmen. Wir haben gerade noch alle zusammen hier eine schöne Pfeife geraucht. Natürlich alle vollkommen auf dem Balkon. Ja, sind. Nicht heulen, Marvin. Nee, ich heul dann, wenn ich die Kamera ausmache. Ja, also wir haben alle zusammen noch eine schöne Pfeife geraucht. Und ja, für dich geht's als erster los morgen, ne? Du fliegst um, gleich. 3:30. 3:30. Muss ich hier raus, ja. Ja, wir werden zum Glück erst um 7.30 Uhr abgeholt. Also wir haben es ein kleines bisschen besser, aber trotzdem früh aufstehen. Aber ja. Das war es wohl aus Çeşme und Izmir vom Trip.